Hallo zusammen, heute geht es wieder um den Katalog und zwar um die Seite 14. Ihr könnt den Katalog downloaden und auf dieser Seite 14 geht es um diese Kühlbox. Das ist eine 85 Liter Kühlbox. Die hat die genau gleichen Abmessungen wie unsere 80 Liter Kühlbox. Aber hier fehlen uns 5 Liter, weil wir haben zwei Deckel. Und wir haben hier eine Trennwand. Die Box hat das gleiche Maß wie die 80er außen, aber diese Trennwand hier, die nimmt natürlich Volumen. Hier habe ich einen Korb, hier diese Seite hat 34 Liter Inhalt und diese Seite, da habe ich zwei Körbe und diese hat 35 Liter Inhalt. Und ich kann die Temperaturen beide separat einstellen. Auch diese Box ist relativ gut isoliert wie die 80 Liter. Vom Volumen her das gleiche, aber wir haben einen anderen Thermostaten. Wir sehen jetzt hier, das ist der Thermostat. Ich habe 12 Volt bzw. 24 Volt angeschlossen. Und hier haben wir diese zwei Lampen. Wenn ich hier auf diesen Schalter lange drücke, sehe ich die jetzige Temperatur. Also die eine Seite ist plus 20, die andere auch plus 20. Und jetzt haben nicht beide Kompressoren anfangen zu laufen, sondern jeder Kühlraum. Das komme ich dazu. Hier kann ich dann drücken einmal. Dann blinkt dieser Raum, hier kann ich dann auf der linken Seite zum Beispiel runter auf minus 18 Grad. Hier kann ich das zweite Mal drücken, dann blinkt dieser, hier ist jetzt 5 Grad, nehmen wir an, das ist gut. Dann kommt wieder die sogenannte Ist-Temperatur. Wenn ich hier dreimal drücke, dann blinkt Celsius. Hier kann ich das umstellen, wenn ich genügend schnell bin, auf Fahrenheit. Also hier nochmals dreimal drücken. Und hier kann ich umstellen auf Fahrenheit oder wieder zurück auf Celsius. Hier kann ich, geh zurück, hier kann ich den Unterspannungsschutz lange drücken, umstellen auf High, Medium und Low. Low, Medium und eben High. Das heißt, bei Low sitzt die Batterie fast leer, bei Medium die Mitte und bei High nur etwa 30%. Das bezieht sich aber auf Bleibatterien, also AGM oder Shell oder eben auch flüssige Bleibatterien. Wir haben vorher gesehen, hier diese Lampen, die brennen jetzt, bis die Temperatur erreicht wird. Und wir haben einen Kompressor drin. Die Leute fragen mich, ja, ich möchte zwei Kühlschränke, einen Tiefkühler und Kühlschrank und möchte das verbinden. Da sage ich immer, kauft euch zwei Kompressoren. Aber hier bei dieser Box haben wir das anders gelöst. Und zwar mit einem solchen Mischventil. Das hat hier einen 12-Volt-Anschluss. Und das stellt sich hier in die eine oder andere Richtung. Wenn ich jetzt hier ein Kühlsystem nehme, also wir haben hier den Kompressor als zentrale Einheit, der verdichtet, da zeige ich euch nachher, dann gehen wir in einen Kondensator, der hat dann so Lamellen, mit einem Ventilator. Der Ventilator sitzt hier drin und zieht von hinten die Luft an und bläst sie hier und hier raus. Und dann gehen wir in dieses Mischventil. Also als zuerst haben wir noch einen Filtertrockner. Und dieses Mischventil haben wir zwei Kapillarrohre. Das sehen wir hier, das sind diese. Das sehen wir hier. Hier ist der Eingang, das dicke Rohr. Und hier haben wir zwei dünne Rohre, die dann weggehen. Und das eine geht in
dieses Kühlelement. Das heißt, hier habe ich ein Rohr, was um die Wanne rumläuft. Und dann gehe ich hier rein und mit diesem gehe ich in das zweite, also hier verbunden. Ja, und so habe ich zwei separate Kühlelemente. Da stelle ich zum Beispiel ein minus 18 und hier plus 5 Grad. Und dann habe ich hier in der Seite habe ich plus 5 Grad Kühlschranktemperatur und hier zum Beispiel minus 18 Grad für den Tiefkühler. Ich kann natürlich auch hier 5 Grad machen und hier plus 10 für den Rotwein. Also ich bin hier absolut flexibel. Ich kann auch hier den Kühler machen und hier drüben den Tiefkühler. Das heißt, der Tiefkühler wird mit der Zeit vereisen. Also das heißt, wird hier zum Beispiel eine Eisschicht aufgebaut. Dann kann ich die Tiefkühlware in den Kühler legen, den runterkühlen, auf der Seite abtauen, rausputzen und dann wieder zurückbeigen. Es ist also alles möglich von der flexiblen Einstellung her, weil ich zwei Thermostaten habe. Ich habe zwei Temperaturbereiche. Wenn beide Kühlung verlangen, so wie jetzt hier, weil beide warm sind, läuft das Kältemittel in die Richtung und in die Richtung. Wir haben hier eine Mittelposition. Das heißt, beide fangen an zu kühlen und sobald einer die Temperatur erreicht, wird das Ventil hier, müsste ich eigentlich noch als Ventil zeichnen, umgestellt, dass zum Beispiel nur der Tiefkühler Leistung kriegt. Und wenn der die Temperatur erreicht hat, dann geht er wieder auf Mittelposition und der Kompressor geht aus, wenn beide die Temperatur erreicht haben. Bike hier beim Kühler jemand Ware rein, Deckel aufmachen, zumachen, dann schaltet er ein, Kompressor schaltet ein und das Teil geht wieder auf die Richtung, dass es nur hier einspritzt. Das ist nicht der Kompressor, der verbaut ist da drin, das ist der BD35. Der sieht innen drin so aus. Der Unterschied zwischen dem Kompressor und der hier verbaut ist, ist nur hier dieser Kolben hier. Der hat eine größere Bohrung und dieser Kolben hier, man sieht es vielleicht, der hat 2 Kubikzentimeter Hubraum. Also wenn man vergleicht mit dem Auto, das hat 2000. Und der Kompressor, der hier drin ist, der hat 2,5 Kubik Hubraum. Da verlinke ich euch am Schluss ein Video über die verschiedenen Kompressoren mit dem Hubraum. Ja, der Deckel, der gehört zum Kompressor. Und jetzt kommt der Stromverbrauch. Wir haben ja die B81, das ist, habe ich schon ein Video gemacht über die Kühlbox. Hier habe ich den Temperaturbereich hier definiert. Mit 5 Grad innen, 25 Grad außen und hier minus 18. Wenn ihr natürlich beide Teile als Tiefkühler gebrauche, dann braucht die Box mehr Strom, als das hier angeschrieben ist. Und wenn ich beide als Kühlschränke brauche, oder hier plus 5 Grad Kühlschrank und hier plus 10 für einen Rotwein, dann brauche ich weniger, als hier angeschrieben ist. Aber man muss sich mal irgendwo eine Messung machen und die Messungen, die hier draufstehen auf dem Katalog, den könnt ihr euch downloaden. Und da ist gemessen hier minus 18, hier plus 5 Grad und eine Außentemperatur, der erste Punkt, minus plus 25 Grad. Das ist eine alte DIN-Norm. Und hier haben wir dann einen Energieverbrauch von fast 12 Wattstunden pro Stunde und hier dann mal 24, es gibt dann 290 Wattstunden pro Tag, also pro 24 Stunden. Das heißt, wenn ihr eine Standard 100 Ampere Batterie habt, könnt ihr dir damit knappe 4 Tage diese Kühlbox bei den Bedingungen betreiben, aber natürlich keine Ware reinlegen. Weil wenn ich zum Beispiel eine solche Flasche Coca-Cola nehme
oder eine Flasche Wasser. Und wir rechnen jetzt das, wir nehmen eine Liter Wasser und wir legen den hier rein. Diese Flasche Wasser hat, oder Coca-Cola besteht mehrheitlich aus Wasser, kühle ich von plus 25 Grad, das ist die Außentemperatur, die ich habe, runter auf plus 5 Grad. Da habe ich 1 Kilo Wasser, 20 Grad Celsius oder ehrlich gesagt Kelvin runterkühlen. Dann sind das die Temperaturdifferenz, also 1 Liter mal 20 Kelvin runterkühlen und dann mal den spezifischen Wärmeinhalt von Wasser, das ist 1,163, dann komme ich 1 mal 20 Kelvin mal die 1,163 etwa auf 22 Wattstunden Kältebedarf. Das heißt, die Kühlmaschine muss hier diese Leistung abführen, dass die Flasche kalt wird. Wir haben beim Kühlsystem einen Wirkungsgrad von etwa 1,1, also eine Kältezahl. Das heißt, die Kälteleistung kann man dann eigentlich als Energiemenge reinstopfen. Das heißt, wenn ich 1 Liter Wasser runterkühlen will, brauche ich zusätzlich etwa 20 Wattstunden. Zusätzlich aus der Batterie. Will ich hier 10 Liter Wasser runterkühlen, dann brauche ich zusätzlich 200 Wattstunden zu dem Verbrauch, den wir vorgenommen haben. Jetzt habe ich aber das Ding, ich habe hier ja einen Tiefkühler und jetzt habe ich Fleisch gekauft oder sonst irgendwas. Fleisch besteht ja auch zum großen Teil aus Wasser und das andere ist nicht weit daneben. Dann muss ich das Fleisch oder ich will Eiswürfel produzieren oder Beeren einfrieren. Beeren bestehen auch aus fast 100% Wasser. Dann muss ich zum Beispiel von plus 20 Grad, oder nehmen wir wieder die 25 Grad außen, muss ich auf 0 Grad runterkühlen. Also wir haben hier plus 25 Grad. Und von hier will ich runterkühlen auf 0 Grad. Plus 0 Grad. Das heißt, ich habe 25 Grad Delta T oder 25 Kelvin mal 1 Kilo Eis, 1 Kilogramm oder 1 Kilogramm Wasser mal 1,163. Das ergibt dann eine Leistung, ohne dass wir es nachrechnen, von 27 Wattstunden für 1 Kilo Eis. Dann haben wir das Wasser erst bei 0 Grad. Und jetzt muss ich das Wasser runterkühlen auf minus 0 Grad Celsius. Das heißt, das Wasser muss durchgefrieren. Oder die Beeren, die er reinlagert, müssen durchgefrieren. Und für das, den Bereich brauche ich 1 Kilogramm. Das ändert sich nichts. Das bleibt sich gleich. 92 Wattstunden. Das ist der Bedarf, den ich habe, um Eis oder Wasser zu gefrieren. Das heißt, ich brauche hier 9,2 Wattstunden Kälte. Und dann bin ich aber erst hier. Also 0 Grad. Das ist die 0 Grad Phase. Und dann will ich hier runter auf minus 20 Grad Celsius. Das heißt, ich brauche hier nochmals, wie da oben, 20 Grad Delta T mal 1 Kilo mal 0,5. Das sind dann nochmals 10 Watt. Das heißt, um 1 Kilo Eis zu gefrieren,
brauche ich 10 plus 92, dann sind wir irgendwo bei 130 Watt. Energie. Das heißt, wenn ihr eine Eiswürfelmaschine betreibt, dann brauchen wir zum 1 Kilo Eis zu gefrieren 130 Wattstunden Kälte. Dann Tiefkühler, der meistens auf einem schlechteren Wirkungsgrad läuft als ein Kühler, schätze ich jetzt, dass wir da 150 Wattstunden Strom brauchen für 1 Kilo Eis. Wenn ich das mit 10 Kilo machen will. Ich habe einen großen Fisch gefangen, ich filetiere den und will das einfrieren. 10 Kilo Fisch, der ist 25 Grad, weil das ist so warm. Dann brauche ich 1300 Watt, um den einzufrieren. Wir machen noch große Kühlcontainer, da kommt ein Bauer und sagt dann, ja, ich habe Erdbeeren, die will ich jetzt einfrieren. Aber die ernte ich und dann mache ich das so in Kisten und lege die in den Tiefkühler. Aber der bringt nicht 1 Kilo, der bringt nicht 10 Kilo, der bringt nicht 100 Kilo, der bringt eine halbe Tonne am Tag. Und am nächsten Tag wieder. Das heißt, wenn der eine halbe Tonne Erdbeeren einfrieren will, dann könnt ihr die 130 Watt mal 500 rechnen. Dann braucht der 65.000 Watt, um diese 500 Kilo einzufrieren. Und am nächsten Tag braucht er das wieder. Also das sind dann andere Dimensionen. Und vor allem diese Leute wollen dann bei uns einen Kühlanhänger mieten oder einen Kühlcontainer, um das zu bewerkstelligen. Dann sage ich, die Kühlmaschine hat 1000 Watt. Hier reden wir von 30 Watt. Ihr kriegt die Erdbeeren nicht kalt. Vor allem am nächsten Tag wieder die nächsten 500 Kilo. Ja, das ist vom Runterkühlen, dass ihr begreift, wenn ihr Ware runterkühlt, braucht ihr sehr viel Leistung. Ich habe ein Video gemacht, hier gefrieren, aber da empfehle ich euch dann nicht die Box hier zum Gefrieren, sondern die B81 GT, da mache ich dann ein Video drüber. Die Breite dieser Kühlbox hier mit den Griffen auf der Seite ist 840 mm oder 84 cm. Eine Tiefe haben wir von 49, aber zu bedenken ist, dass hier auch der Deckel aufgeht, dass ich hier mehr Platz brauche, dann sind wir bereits bei 56 cm und ich habe eine Höhe, wenn der Deckel zu ist, von 51 und wenn der Deckel offen ist, so von etwa 95 cm. Wir sind jetzt hier wieder bei der Anzeige, wir sehen hier 4 Grad, 5 Grad ist eingestellt. Wir haben die Temperatur erreicht, also durch das geht diese Lampe aus und es wird hier nicht mehr gekühlt im Kühlschrank. Und hier auf dieser Seite haben wir die Temperatur noch nicht erreicht, durch das haben wir hier immer noch diese Lampe rön, grün, dass der Kühlschrank oder da Kälte gebracht wird. Hier in diesem Korb hier, da sehen wir die 1,25 Liter Flasche, die geht hier rein. Wir bringen also hier rund 8 Flaschen, 9 Flaschen rein, wenn man ein bisschen schräg macht, je nach Durchmesser von der Flasche. So kann ich hier zum Beispiel nicht tiefkühlen, sondern einfach nur kühlen, nur für die Getränke und dann hier den Kühler. Seht, ich habe eine Innenbeleuchtung. Auf der Seite hier, die macht dann auch, jetzt weiß ich nicht, ob man es sieht, Licht ist aus, ja, es geht wieder an, also ich müsste eigentlich die Kamera reinstellen, das heißt,
Hier sehe ich es, ich bin jetzt hier drin. Wenn der Dreck dazu geht, geht das Licht aus. Es ging das Licht aus und so sehe ich, dass ich auch hier auf dieser Seite eine Innenbeleuchtung habe. Zu den elektrischen Anschlüssen hier auf dieser Seite. Ich habe jetzt hier ein Netzgerät, das ist die Zukunft, weil die Boxen mit 230 Volt zu betreiben, ist ein zulassungstechnischer, behördlicher Wahnsinn. Das ist die EU. Also kommt das nur noch mit dem Netzgerät. Diese Box hier, die hat zwei Stecker. Das heißt, ich kann hier den Stecker einstecken und den Stecker auch zusätzlich einstecken. Fragen mich die Leute, ob das geht. Also der 220 Volt Stecker ist drin und den Stecker, den kann ich hier auch reinstecken. Dann habe ich die zwei Anschlüsse hier. Habe ich ein 12 Volt Kabel und ein 230 Volt Kabel. Das ist jetzt ein Schweizer Stecker. Hier gibt es für Deutschland natürlich einen deutschen Stecker. Und so habe ich einen Vorrang, wenn ich beide Kabel anschließe, dann läuft die Box auf der höheren Spannung, also 230 Volt. Das heißt, ich habe das Kabel fest angeschlossen und das hier von mir aus beim Boot oder beim Wohnmobil. Sobald ich eine Außeneinspeisung habe, schaltet die Box um, nimmt 230 Volt. Wenn ich keine Außeneinspeisung habe, ziehe ich eiche den Stecker raus und dann schaltet sie um auf den Kompressor mit 12 Volt Betrieb. Das war das Video zu dieser Seite hier, Nummer 14. Ich mache euch hier ein Video, wie versprochen, über den Kompressor mit dem Hubraum und hier ein Video über die B81, also die Seite ein bisschen zurück. Und wenn ihr den Katalog abonniert, nicht den Katalog, den Kanal, dann bringe ich weitere Videos über diesen Katalog, eine Seite nach dem anderen. Und klar, habe ich dafür auch eine Playliste, aber die kann ich jetzt hier nicht mehr einbinden. Ich wünsche euch einen schönen Tag.